Hallo liebes YouTube, willkommen in einer neuen Folge von Transformers Kampf um Cybertron oder wie es im englischen Original heißt, Transformers War for Cybertron. Und das war absolut scheiße. Ich weiß, liebes YouTube, es tut mir wahnsinnig leid. Aufgenommen für euch im Let's Replay, live auf Twitch gerade. Leider keiner da, um Hallo zu sagen, außer mir selber. Kann ich ja mal machen. Hallo YouTube. So. Ihr seht, ich bin leider noch alleine. Vielleicht kommt noch einer rein. Die lassen sich alle nicht mit Musik locken. Die Decepticon-Kampagne natürlich fortsetzen, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, hoffe ich zumindest. Ja, ihr habt gehört, wir müssen noch einen Schildgenerator ausschalten. Gehen wir hier mal Gas, wenn wir wieder nach oben kommen. Na? Stirb! Na? Haben wir alle Granaten schon mal weggeworfen, so ganz vorsichtig, soll ja keiner kaputt gehen. Die Schildbatterien liegen frei. Wenn wir sie zerstören, können wir den Schild runterfahren. Wärmespeicher endlich können wir mal feuern. Los, die Decepticons in den Tunnel! Wir müssen eine Brücke aktivieren. Dieser Ort macht mir Angst. Diese Tunnel wurden vor einer Ewigkeit aufgegeben. Wir müssen die Energiekonsolen aktivieren. Beschuss! Entdeckung! Was zum Obst? Das sind keine Autobot-Waffen. Interessant. Solche Lebensformen habe ich noch nie gesehen. Wen kümmert das? Wenn sie sich in die Weg stellen, verlegen wir sie! Oh! Bah,
Wie ich gesagt habe, die Konsole der Energon-Brücke. Findet einen Weg hinein und aktiviert sie. Ich dachte, diese Ort wäre verlassen. Wir müssten die Verteidigungssysteme der Station ausgelöst haben. Feuer eröffnen! Ja, also auf die Raketenwerfer drauf schießen. Ich übernehme die Führung. Okay, dann müssen wir noch weiter runter. An A und B Hörnchen. Nein, die waren nicht so intelligent. Ah, ein Energon-Würfel. Ich brauche Munition! Noch mehr Klucke? Diese Typen jagen mir Angst ein. Was ist los, Alter? Fürchtest du dich? Zumindest bin ich nicht hässlich. Hässlich? Wir sehen genau gleich aus. Niemand kann die Decepticons aufhalten. Alle Waffen bereit. Doch, jeder, ja, jeder geht so mit Starscream um. Orte Autobot-Energiesignaturen. Es tut mir leid. Ich finde das Spiel noch wahnsinnig laut. Los geht's! So. Ich hoffe, das ist für euch noch angenehmer. Ihm wirklich gezeigt, Starscream? Schweig! Schon bald werde ich die Decepticons kontrollieren und Megatron wird mir dienen. Wie du meinst, Starscream. Keine Wärmespeicher nach! Geh doch endlich drauf. So. Das Energieniveau der Station liegt bei nur 50%. Es muss eine andere Konsole weiter unten geben. Ich orte Autobot-Energiesignaturen vor uns. Ich schieße gerne aus dem Hinterhalt. Angst vor einem direkten Kampf, Skywarp. Thank you.
Oh, das sieht doch hier schon mal alles sehr gut aus. Upsala. Alles Alarm, Alarm! Niemand kann es mit uns aufnehmen. Muss aufladen. Feuer auf den Autobahn konzentrieren. Hat er gerade Rektum gesagt? Und Kopfschuss. Immer schön auf die Rübe. Verfluchte kleine Schöpfloch am Boden. Eine einfache Aufgabe für jemanden mit meiner Kraft. Feuert auf diese Schlösser! Kollege, wo willst du hin? In Ordnung. Diese Station scheint Energie direkt an die Energon-Brücke zu übertragen. Das sind die Energiesteuerkonsolen der Energon-Brücke. Na denn? Das war beeindruckend. Ruhe, Narr! Wir müssten diese Seitenterminals mit ihren Energon-Energiezellen versorgen. Sieht aus, als hätten die Autobots diese Energiezellen gesperrt. Schnell! Zerstört diese Schlösser! Was ist passiert? Die Autobots haben eine Falle in diesem Raum gelegt. Narren! Moment. Willst du uns narren oder die Autobots? Ich spüre nämlich nicht, dass du mich respektierst. Oh je. Genau das habe ich gemeint. Beinahe zu einfach. Schnell, findet die anderen Energieterminals. Ausgezeichnet. Und jetzt weitersuchen. Es sollte nur noch eine geben.
Da bin ich ja mal gespannt. Ja, hoch. Darüber. Und hab dich. Zu 100% offline. Ausgezeichnet. Und jetzt platziert diese Energiezellen. Jetzt platziert diese Energiezellen. Ja, super. Ich mach das doch gerade wieder. Ja, sieht doch gut aus. Die Seitenterminals zeigen maximale Energie an. Nur noch ein Klick trennt uns von der vollständigen Aktivierung der Energonbrücke. Ich habe es geschafft. Seht euch diesen Energiestrom an. Weiter, Decepticons! Okay, schwere Waffen muss ich überhaupt legen. Ich orte eine unbekannte Energiesignatur in der Nähe. Sie ist riesig. Dann ist es nicht mehr weit. Die Energonbrücke muss in der Nähe sein. Die Vorrichtung muss in dieser Maschine sein. Platziert einen dunklen Energon-Sprengsatz auf dem Energiekabel, um sie zu aktivieren. Meine Scans zeigen... Ich habe genug von deinen Scans! Nutzt dunkles Energon und korrumpiert... Wow! Was geht da vor sich? Genau das hatte ich befürchtet. Cybertron versucht, sich von der Kontaminierung zu befreien. Oh, was nach dem Zwischenboss aussieht. Du Idiot! Seid still und zerstört dieses Ärgernis! Oh! Diesen Strahlen ausweichen! Los, los, los! Ja, nächste Stufe. Und wieder eine Runde Energiestrahlen ausweichen. Darkstream, was hat dich so lange aufgehalten? Nur eine kleine Verzögerung. Ich zweifle langsam an deinen Erfolgschancen, Starscream. Enttäusch mich nicht! Oh. Ich
Was zum Obst? Ja. Und ab wieder Loppi. Die Maschine ist außer Kontrolle. Daran muss das dunkle Ederbot schuld sein. Oh, bevor es uns den Weg total abschneidet. Oh, oh. Wir haben es geschafft. Die Energon-Brücke aktiviert sich. Unglaublich. Die Energon-Brücke ist wieder aktiv. Schweigt! Ihr ruiniert meinen Moment des Rufs. Schon bald wird meine Orbitalstation bei voller Energie sein. Deine Orbitalstation, Starscream? Du meinst sicher meine. Endlich hast du die kleine Aufgabe erledigt, um die ich dich gebeten habe. Vielleicht bist du nicht so nutzlos, wie ich dachte. Melde dich zurück in der Basis. Sofort! Alle Systeme online. Dunkel-Energon-Produktion bei optimaler Effizienz. Jetzt kann ich das Dunkel-Energon in den Planetenkern einspeisen. Es wird sich auf Cybertron ausbreiten. Und meine Macht mit ihm. Der Zugang zum Planetenkern wird hinter dem Omega-Tour-Schlag abgeschirmt. Wir werden sofort einen Großangriff auf Iacon starten. Ich werde den Omega-Schlüssel erlangen und Zeta Prime und seine erbärmlichen Autobots von diesem Planeten tilgen. Guter Plan, wie immer. Iacon zerstört. Iacon, die Heimat der Autobots, muss fallen. Negatron befiehlt seinen Decepticons, Iacon anzugreifen und den sagenumwobenen Omega-Schlüssel zu finden. Mit ihm erhält er Zugang zum Kern von Cybertron selbst. Nun gut, nochmal eine kurze Folge, liebes YouTube. Wir machen direkt in der nächsten Folge weiter. Dann spiele ich aber auch das komplette Kapitel für euch durch. Versprochen. Also, liebes YouTube, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo dalassen. Wollt ihr mich live sehen? Transformers freitags ab 20 Uhr. Kann sich in den nächsten zwei Wochen nochmal ändern. Genaueres findet ihr aber dann auf meinem Kanal. Sonntags Dauntnot-Abend, Life is Strange und Remember Me. Auch ungefähr 20 Uhr, wird sehr wahrscheinlich aber auch ein bisschen später oder früher werden. Die Änderung findet ihr natürlich auf in meinem Kanal. Braucht ihr sonstige Infos, empfehle ich euch, mir auf Twitter und Facebook zu folgen. Auf Twitter mit twitter.com/iPhone und facebook.com/iPhone. Und auf Twitch findet ihr mich unter twitch.tv/derhiphone. Viel Spaß noch!